Sie haben eine Abmahnung der Münchner Kanzlei Waldorf-Frommer wegen File-Sharing erhalten? So geht es auch Biene unschuldig. Die Anwälte werfen ihr vor, sie hätte einen Film im Internet angeboten. Internet-Tauschbörsen sind illegal in Deutschland. Schon wenige Sekunden verletzen die Rechte des Urhebers. Daher fordern die Anwälte eine Unterlassungserklärung und hohe Anwaltskosten. Biene Unschuldig hat keine File-Sharing-Software genutzt. Sie hat anderen Personen ihr WLAN zur Verfügung gestellt. Sie wendet sich an die Anwaltskanzlei Hechler. Die Kanzlei hat in den letzten 12 Jahren über 35.000 File-Sharing-Abmahnungen bearbeitet und hilft bundesweit zu fairen Pauschalpreisen. Die Anwaltskanzlei Hechler schickt ein Verteidigungsschreiben an die Waldorf-Frommer Rechtsanwälte und verweist auf weitere mögliche Täter. Die Abmahnanwälte wissen nun, dass Biene unschuldig ist. Kontaktieren Sie uns sofort bei einer Waldorf-Frommer-Abmahnung. Gerne helfen wir Ihnen bundesweit zu fairen Pauschalpreisen.